Dann begrüße ich euch herzlichst zu dem neuen Angespielt mit dem Spiel Vectronom. Dabei handelt es sich um ein Musik-Puzzle-Plattform-Spiel. Kostet 9,99 € auf der Switch. Gibt es, glaube ich, auch für Steam für den gleichen Preis. Ich habe die Befürchtung, dass ich super schlecht bin in dem Spiel. Aber das werden wir jetzt rausfinden. Also, los geht's. Jetzt ist nur noch die Frage, machen wir noch die Kamera woanders hin? Falls ihr irgendwie anfällig seid für epileptische Anfälle, dann vielleicht bei diesem Stream besser nicht zugucken. So. Also ich bin der kleine Block hier. Den kann ich gerade nach links und rechts bewegen. Oh, und auch nach oben und unten. Oh, hier sieht man jetzt auch schon das erste Level. Also, man sieht, dass anhand der Musik sich das Level verändert. Schon mal geschafft. Ah! Oh, Beatpräzision 26, da müssen wir natürlich noch ein bisschen, aber das wusste ich nicht, dass man da schon drauf achten muss. Im Rhythmus. Upsi. Das hat schon fast geklappt. Das hat schon Spaß gemacht ein bisschen gerade. Ist der Ton zu laut? Ich hab das Gefühl, der Ton ist ein bisschen zu laut. Meine Kopfhörer sind auf jeden Fall nicht sonderlich gut, das will ich schon mal feststellen. Ich werde kurz noch die Musik etwas runterdrehen. Sind wir gar nicht auf 100%? Was mal denn hier? Ich kann sogar noch Tiefen und so umsetzen. Okay.
das war knapp. Na! Ah. Schlecht dran. So, endlich. Oh, können wir jetzt auf jeden Fall schon mal Prozentabzüge. 8 Versuche. Alle Pickups. Aber die Beatpräzision ist gestiegen. Okay. Na? Jetzt habe ich nicht auf die Dinger, vielleicht sollte ich mir vorher noch die Dinger angucken, wie die laufen, aber die laufen diesmal auch wieder mit dem Uhrzeigersinn, okay. Ja, ist kurz krank. Das muss auch jetzt ganz gut gewesen sein. Prozent nur? Hm. Ich dachte, das wäre jetzt besser gewesen. Ich habe mich doch so bemüht, im Beat zu bleiben. Oh Mann, jetzt. Okay, das sind wahrscheinlich die Stages, ne? Stage 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, könnte Overall sein, aber ich vermute eher nicht. Oh. Nein! Oh, das war der falsche Knopf. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, dass das nicht auf der gleichen Höhe war. Mhm. Au! Jetzt habe ich den Global vergessen. Ganz den Weg zurücklaufen. Au! Fuck!
Nein, zu früh. Aber der blaue Blubbel, der bringt einen so ein bisschen aus Beat raus. Oder mich zumindest. In dem Moment reingesprungen. Okay, war schon mal schwieriger. 10 Versuche. Alle Pickups immerhin und 40% Beatpräzision. Ich muss das Spiel irgendwann auf jeden Fall nochmal mit besseren Kopfhörern spielen. Jetzt habe ich natürlich meine kleinen Kopfhörer nur drin, die sind jetzt nicht so der Hammer. Okay, also immer. Okay, immer genau so. Ach so, der andere Strich, der geht immer. Der ist aber schwer. Holy shit. Also ich bin ja auch in anderen Spielen immer super schwer in so Muster erkennen oder generell so sich so ein Muster zu merken. Deswegen ist das Spiel ja eigentlich gar nicht so für mich, aber Musik und Optik haben mir so gefallen. Das Muster ist bunt. Man müsste ja dann theoretisch in diesen zwei Beats rüberspringen. Also erstmal rüberkommen, dann warten, bis der letzte Block rangefügt wird, rüberspringen und dann direkt rüber auf die andere Seite hüpfen. Okay, mein Kästchen ist langweilig. Mist, verpasst. Sehr gut. Ah, zu früh. Nein. Ich schaff das noch. Ich will diesen Block haben. Ach, wieder zu spät diesmal. Nein!
Ach fuck, der verpasst den Einsatz. Ich darf nicht so früh springen. What? I did it! Was geht ab? Holy shit. Also von dem Spiel wird es auf jeden Fall Speedruns geben, davon gehe ich schon mal aus. Oh mein Gott. Ach, nur 20 Versuche. Schnell weiter. Schnell weiter hüpfen. Aber ist das jetzt noch ein Beat? What? Warte mal. Nein! Ach krass, man kann auch mit den A, B, Y, Dingsbums-Buttons springen. Ich weiß aber gerade nicht, ob das ein Vorteil ist. Erster Versuch. Aber ich habe dafür nicht alle Dinge eingesammelt. Nein, aber 75 Speed-Präzision. Ja, nice. Kann man denn noch einzelne Stages später auswählen? Ich will dieses eine Kästchen holen. Oh nein. Kästchen vergessen. Fuck. Ups. Nein. Holy moly. Das war doch ganz gut eigentlich.
Ups. Okay, das war jetzt aber gerade wirklich Muster auswendig lernen. Nein! Fuck, gehen wir mal nicht los. Okay, also die Sachen, die sind schon ein bisschen einfacher, finde ich. Einfach nur auf den Rhythmus zu hören. Perfektes Tempo! What? Cool. Ja, danke. So, es ist 3 Runde. Oh Gott. Also erstmal 3 nach links. Ich glaube immer dann 1 runter, wieder 3, 1 hoch, 3, 1 runter. Okay. Nein, da war ich nicht im Beat. Das ist aber gemein gerade der Stachel da am Ende. Nein. Hier muss man wahrscheinlich quasi perfekt durchziehen, damit man alle Cubes bekommt. Also quasi genauso wie ich gerade nicht, die sind alle schön vor mir weggelaufen. Nein! Fuck. Das stimmt, nicht alle bekommen, oder? Doch. Komisch. Finde ich ja strange, dass man dann nicht. Also scheinbar habe ich ja, weil ich in einem Zug durchgesprungen bin, aber man hört nicht jedes Mal dieses Pling, 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 weil man jedes Mal irgendwie die Combo quasi hinbekommt. Aber naja.
und perfektes Tempo. Ja, wenn ich in dem Tempo weitermache, und wenn das alles ist, dann habe ich das Spiel ja fast durch. Dann ist das angespielt ja ein Let's Play. Ange durchgespielt. Was ist denn jetzt? Warum sind denn die Zacken da unten? Klassischer Walzer. Pack! Wo ich auf Zack bin. Auf Zacken bist! Ach, sorry, jetzt habe ich auch noch den Witz falsch vorgelesen. Vermutlich drehen sich die Blöcke jetzt, oder? Okay. Pack zu früh. Ich muss einen Schluck trinken. Ach Mann, ey. Ob ich es Freitag schaffe, zum Friseur zu gehen? Nein, ich muss noch einen. Gleicher Fehler. Nein. Fuck, zu früh. Aber der Weg ist eigentlich okay. Nein.
abgekürzt. Naja. Okay. Wenn die alle im Uhrzeiger sind? Gar nichts mehr. Irgendwo so ein Ding sie? Oh verdammt, jetzt habe ich nicht auf den Weg geachtet. Irgendwo so ein kleines Kästchen. Alles klar, Jay, viel Spaß bei Rocketman. Danke fürs Reinschauen und bis demnächst. Und schreib mal, wie ihn fandest oder bewert ihn auf Letterboxd oder so. Danke! Da ganz rechts außen so ein Kästchen ist vielleicht. Eins gesehen. Nein! Oh, scheiße. Ah! Alles nochmal. Okay, da muss ich mir glaube ich erstmal den Weg irgendwie merken. Achso, das ist quasi immer invertiert, ne? Okay. Nein, das war falsch. Wenn ich den Weg gehe, dann komme ich da nicht hin. Ist zu früh, aber okay, dann muss ich einfach zurückgehen. Da mal zu früh dran.
irgendwie, hab ich das Gefühl. War da kein Weg? Hoch. Da muss ich da irgendwie nach unten gehen. Nein! So doof. Aber irgendwie kriege ich. Also ich schaff's, die Dinge einzusammeln, aber nicht im Takt. Aber auf jeden Fall ganz nett. Ich würde das ja auch gerne im Takt schaffen und nicht einfach nur so ohne runterzufallen. Zu früh, aber der Weg war gut. Oh. Ja. Aber wie soll ich denn da hinkommen? Schwer, ey. So früh. Brr. Wie bin ich denn gerade den Weg gelaufen? 1, 2, 3, 4. Ach, Mist, ey. Was kann ich eigentlich? Aber echt. Nein, das war doch richtig. Nein, das war doch falsch. Ja, ich darf ja nicht springen. Oh Mann. Wie soll ich denn da so schnell rüberkommen? Theoretisch kann ich vier Felder laufen, plus das da fünfte ist und das da drauf. Okay, Chat, soll ich weiter versuchen, das Kästchen einzusammeln oder Richtung Ziel zu gehen? Thank you.
wenn ich ein bisschen geschummelt habe. Ich kann natürlich auch einfach stehen bleiben, ne? Ich muss ja nicht immer springen, oder? Oder halt hat das mit der... Ja gut, Beat Perfection ist wahrscheinlich, wenn man wirklich die ganze Zeit springt, ne? Und nicht stehen bleibt. Also weder stehen bleiben noch zu oft hüpfen, vermute ich mal. Nein! Ich wollte nicht nach rechts springen, weil ich dann nicht von da links für mich hingekommen wäre, aber links war natürlich auch nichts. Ah! Ich frage mich, wie viele Wege hier mit purem Durchspringen, also ohne stehen zu bleiben und ohne irgendwie doppelt zu springen, wie viele Wege es da gibt, um da zu der Kiste hinzukommen. Nein! Ah, warum bleibe ich nicht einfach stehen? Ups. Oh. Nein! Oh, fuck! Wie gemein das ist. Ja, aber die bleiben auch nicht mehr stehen. Ja, warum kommen die von beiden Seiten? Leitknopf.
Na! Ah! Nein, da sind. Also ich war gerade überrascht, wie gut ich es hinbekommen habe, nicht in die Löcher zu fallen. Also dass mir scheinbar immer dieser kleine Moment gereicht hat, mir den Weg grob zu merken, ohne mich auf einen Bereich zu stellen, wo dann später ein Loch wäre. Aber ja. Nein! Ja, das ist echt der Baluga. Ah! Oh. Vor Angst vor dem Ding runtergesprungen. Oh nein! Da war ich mir nicht mehr sicher, wo der Weg weitergeht. Oh Gott, oh Gott. 57! 3 von 4? Wollen wir den Pickup vergessen? Und die Präzision lässt zu wünschen übrig. Heimlich aufgegessen. Gott, was ist das denn?
Aber warum ist denn das Offbeat? Das verstehe ich nicht. Achso, man soll wahrscheinlich über zwei machen, ne? Okay, doch nicht. Nein, warum springe ich denn? Ich hätte doch stehen bleiben können. Verdammt. So, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich muss quasi an den. Wir haben hier einmal so eine Dreier. Ein Dreierblock und ein Viererblock. Wieder reingesprungen! Was ist denn jetzt passiert? What the fuck? Eigentlich wollte ich nur noch unten springen. Irgendwas gerade nicht mit meinem Steuerkreuz. Wieder genau in dem Rhythmus drin, ey. Shit. Wenn es bei von dem Spiel Speedruns gibt, da frage ich mich dann aber auch, gibt es quasi einen Speedrun, wo man einfach nur schnell durchkommt ohne Beat Perfection? Und dann gibt es wahrscheinlich auch welche mit Speedrun plus Beat Perfection. Hochverschlüsse. Zu früh abgebogen. Nein! Oh shit.
ein bisschen zu schnell dran. Nein, falsche Taste. Oh. Doch nicht mehr ganz so schnell. Vielleicht bleibt es wirklich unangespielt. Aber vielleicht sollten wir jetzt auch nach dem Level, wie waren wir jetzt? 4? Okay. Dann hätten wir knapp die Hälfte durch, wenn das alles wäre. Sonst machen wir noch dieses Level hier und dann. Ja, bitte was? Wie bitte? Also die Blubbels sollen zurückkommen. La di da di da, na na ni na, wie war das nochmal? Blubi bla bi bla. Wie ist denn hier das Pattern? Ich verstehe das Pattern nicht ganz. La la di da di da. Es war einfach nur das erste Ding und danach konnte man durchspringen. Konnte man denn nicht von Anfang an durchspringen? Nicht blöd? Hey, warum habe ich das vorher nicht gemacht? Oder bin ich einfach nur zu früh gesprungen? Warum darf ich nicht mehr zurückspringen? Wann muss ich los, damit ich die Würfel kriege? Nein, Würfel! Ich bin einfach nur zu früh gesprungen immer.
bin gar nicht in ein Loch gefallen, also schon, aber ich bin nur zu früh gesprungen und nicht, weil da kein Block war. Da wäre einer gekommen. Oder doch nicht? Doch, eigentlich schon. Nee. Warte mal, da sind längere Lücken. Ah, in der zweiten Reihe sind immer Dreierlücken. Ach, jetzt greife ich's. Einigermaßen. Okay, aber die Blöcke sind halt auf diesen freischwebenden Dingern. Wie komme ich denn von da? Schon nach links hüpfen oder wie? Na egal, das machen wir wann anders. Das kann ich irgendwann machen, wenn ich dann ohne Stream spiele. Oder? Aber ich kann doch auch nicht. Ah, dann muss ich wieder zurückspringen. Kann das sein? Aber dafür sind die dafür nicht viel zu weit auseinander? Nee. Mach ich wann anders, oder? Nein, ist der Block wieder weg. Zu früh springen. Ich bin zu blöd dafür. Ich springe jetzt ins Ziel. Die Blobels kann Anki holen. Wow. Hier versuchen die Kiste zu kriegen. Nein, er ist auf der anderen Seite. Ich raff's nicht. mein Hirn kriegt das gar nicht auf die Reihe, was hier gerade passiert. Au. Das ist lustig. Huch. Mag den Song von dem Level.
Oh Gott. Ach, herrlich. Bin ich eigentlich schon wieder so dunkel? Ja, das stimmt. Aber ich mag auch diesen Sound vom Runterfallen sehr gerne in diesem Song. Setz ich mal was sicher dran, damit die Kamera das Fenster nicht sieht. Dann sieht man mich vielleicht sogar mal. Okay, ich raff's nicht mehr. Die Level sind mir jetzt scheinbar schon zu schwer, um die Specials zu kriegen. Einsatz verpennt. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden, oder? Nein! Muss ich dann so lange in der Mitte chillen, bis das Ding wieder da ist und mich abholt? Kell in Rage gerade. Ah. Da mich nicht killen. Verdammt, falsche Richtung. Jetzt habe ich Angst. Yay! Nein, runter. Ach Gott, immer abwechseln. What? War ich jetzt zu schnell? Sorry, Kell. Falsche Richtung.
Falsche Richtung. Ich Idiot. Packen muss ich dahin. Fuck! Oh Gott. Ich muss das gleich in die andere Richtung nochmal machen. Nicht zu früh. Ah, fuck, aus dem Rhythmus. Mein Gehirn gerade nicht auf die Reihe. Eieieiei. Oh, das geht ja gar nicht. Ich dachte, ich bin ja super smart. Ich laufe einfach außen rum. Ah, das war gut. Muss ich da irgendwie immer hoch und links und hoch oder wie muss ich das machen? Ich glaube, ich nur zu früh. Eigentlich gerade rüber hüpfen nur, aber naja. Was ist blubbelt?
Das reicht irgendwie nicht immer nur einzuspringen, da muss ich auch zwischendurch dann mal schon mal zwei springen. Wieder runter. Shit, ey. Nein! Oh. Upsi. Will ich den anderen jetzt auch holen? Ich glaube nicht, ist mir gerade zu anstrengend. Gut, aber damit sind wir durch. Ich würde sagen, damit haben wir, denke ich mal, das Spielprinzip auf jeden Fall verstanden und erreicht für einen angespielt. Weil in das Spiel, wenn wir jetzt quasi so gesehen die Hälfte durch haben vom Spiel, dann gibt es ja keinen großen Grund mehr, sich das Spiel selber zu kaufen, um den Rest rauszufinden. Muss man einfach geradeaus. Ja gut, wir haben natürlich nicht alles gesehen, was in dem Spiel möglich ist, aber ja, ich will halt nicht zu viel wegnehmen. Es soll ja wirklich nur ein Test des Spiels sein und wenn wir jetzt theoretisch alle Level schon zeigen und durchspielen, ist das, glaube ich, nicht so nice. So. Fazit zum Spiel. Es kostet halt in Anführungsstrichen nur 10 Euro, das heißt, wenn man es dann irgendwann auch mal im Angebot bekommt, dass es dann später mal 50% reduziert sein, 5 Euro oder 7,50 Euro oder später mal ganz, ganz später 2,50 Euro oder so. Ich denke mal, dafür kann man sich das Spiel auf jeden Fall mitnehmen, wenn man so Musikspiele mag. Man hat gemerkt, in den ersten Level war die Musik noch nicht ganz so wichtig oder zumindest noch nicht so drin. Und bei den späteren Leveln, da kam man eigentlich schon nicht mehr drum rum, die Musik nicht auf die Musik zu achten. Also wenn man überhaupt kein Rhythmusgefühl hat, ist das Spiel wahrscheinlich nichts für einen. Ja, optisch finde ich es eigentlich ganz cool. Ich mag ja so minimalistische Sachen. Ich finde ja auch, das Spiel sieht so ein bisschen aus wie mein Twitter-Header. Ja, das mag ich auf jeden Fall. Also kostet nicht die Welt, ist für die Switch unterwegs, glaube ich, ganz gut. Kann man mal machen, wenn man Musikspiele mag. Ansonsten kann man sich das Geld wahrscheinlich auch sparen. So viel zum Thema Vectronom. Da bin ich mal gespannt. Wenn man jetzt schon die Hälfte durch hat, ist es wirklich ja eher ein Spielchen für zwischendurch. Wir haben jetzt wahrscheinlich irgendwie knapp eine Stunde gespielt oder ein bisschen über eine Stunde. Ja. Ist wahrscheinlich nicht so umfangreich. Von daher sind die 10 Euro, glaube ich, auch angebracht.